Echtes Mitgefühl gedanklich auslösen. Wie geht das? Guten Morgen! Heute möchte ich mit Euch über dieses Thema sprechen, was ich für außerordentlich wichtig erachte. Echtes Mitgefühl und ja, wie wir es erreichen können. Ich habe vorgestern davon gesprochen, wie ich selber auch häufig unechtes Mitgefühl habe und dahin flüchte, um mich unbewusst über andere Menschen zu erheben. Und ich bin mir relativ sicher, dass es vielen von Euch genauso gehen wird. Dann sprechen wir aber eher von Mitleid, aber nicht zwangsläufig von Mitgefühl. Es gibt zwei Methoden, die zu echtem Mitgefühl führen. Zum einen, wenn wir eine andere Person leiden sehen. Und nicht nur, wenn sie gerade einen Unfall hatte oder Schmerzen hat, offensichtlich, sondern auch, wenn sie generell in ihren Lebensumständen gefangen sind und leiden. Dann entwickeln wir meist zwangsläufig, gemessen an unserer Fähigkeit der Empathie, ein echtes Mitgefühl. Wenn wir ja, quasi erkennen, dass sie leidet. Und dann gibt es das Mitgefühl mit anderen Personen ausgehend des Bewusstseins ihrer Güte und Nächstenliebe und fühlen uns dann ja, verbunden mit der Person. Wir haben dann ebenso das Gefühl der Liebe, der Güte, Sorge und Hingabe gegenüber dieser Person. Und ein Weg, dieses Gefühl der Nächstenliebe, das Bewusstsein der Güte zu entwickeln, beginnt damit, die Liebe der eigenen Eltern anzuerkennen. Dass man durch die Liebe zweier Menschen entstanden ist, ob zu dem Zeitpunkt gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt, aber die Vereinigung zweier Menschen, ausgelöst durch Liebe, hat dazu geführt, dass ein Samen gesetzt wurde und ja, du dich dann daraus entwickelt hast. Du bist entstanden aus Liebe, nicht aus Selbstliebe und einseitiger Liebe, sondern aus Liebe zueinander. Das ist ja eine ganz natürliche Sache, dass man liebt. Dass man Gefühle, echte Gefühle, Mitgefühl für andere Menschen hat. Das ist nichts Schwaches oder unproduktiv, das ist Natur, das ist echt. Man kann auch gedanklich initiiert Mitgefühl entwickeln, dadurch, dass man sich bewusst macht, dass man alles, was man gelernt hat, alles, was man besitzt und alles, was man denkt, alles, dass das alles durch die Güte von anderen Personen entstanden ist, nicht nur durch die Eltern. Es beginnt natürlich damit, dass wir geboren sind und komplett hilflos daliegen und wirklich überhaupt keine Chance auf ein Überleben gehabt hätten ohne andere Menschen. Der menschliche Ehrgeiz und ja, die zwanghafte Moralbildung sorgen zwar dafür, dass viele Menschen ganz häufig über andere Mütter und Väter urteilen, indem sie sie als schlechte Eltern bezeichnen. Aber wenn du noch lebst, und das tust du, sonst könntest du mir jetzt gar nicht hier zuhören, dann hast du eine Güte von anderen erfahren, ohne die ja, du jetzt nicht mehr leben würdest. Kein Mensch der Erde hätte ohne die Güte eines anderen Menschen überlebt. Aber es waren auch die Lehrer und die Mentoren unseres Lebens, die uns Dinge beigebracht haben, also nicht nur die Eltern. Menschen, die die Berufe aus Überzeugung gewählt haben. Jeder Lehrer hat irgendwann den Beruf ergriffen, ja, um zu lehren, um anderen etwas beizubringen, um zu helfen. Er hätte ja auch Architekt oder Koch werden können. Genauso wird es in deinem Umfeld auch immer Mentoren gegeben haben, wie ja, Freunde, Vorbilder, Feinde oder Trainer. Immer wieder ja, hast du quasi die Güte anderer Menschen gespürt, direkt oder indirekt. Natürlich nicht immer, wie du sie dir gewünscht hättest und auch nicht immer explizit auf dich gerichtet. Denn jeder Mensch denkt anders und hat andere Werte und sein Fokus verschiebt sich auch. Das ändert aber nichts daran, dass alles, was wir gelernt haben, worauf wir stolz sind, abhängig von der Arbeit, von der Güte oder dem expliziten Wunsch anderer Menschen gewesen ist. Selbst das Buch, aus dem wir gelernt haben, muss erstmal irgendein anderer Mensch schreiben. Und das Geld, mit dem wir das Buch bezahlen, das müssen wir erstmal mit einem Beruf verdienen, den uns quasi ja, wieder ein anderer bereitgestellt hat, dass wir das können.
Bei der Geburt waren wir total hilflos und nun haben wir dank anderer Menschen uns zu dem entwickelt, was wir sind. Natürlich, es geht immer besser und unsere Eltern hätten auch ganz viel anders machen sollen und die Lehrer sind sowieso alle scheiße und ja, nicht am Puls der Zeit, was die Art des Lehrens angeht. Und ja, auch auf der Arbeit, da werde ich nicht angemessen bezahlt. Wir sind absolut unersättlich. Wenn es, wenn es darum geht, mehr zu erreichen. Und darunter leidet unser Mitgefühl. Und darunter leiden wir. Weil wir eben nicht losgelöst von der Umwelt existieren. Egal wie sehr wir uns verkriechen und wie sehr wir einen auf Einzelgänger machen. Wir sind im ständigen Austausch, einer ständigen Interaktion mit anderen. Mit allem, was uns umgibt, nicht nur mit Menschen. Alles, was wir gelernt haben, ja sogar die Fähigkeit zu reden, kommt von anderen. Wir haben uns nichts selber angeeignet. Auch der Gedanke, dass man sich in eine bestimmte Richtung entwickeln wollen würde, da kommt von anderen. Wir sind mit allem verbunden, das ist ein Fakt. Und die Güte, die Liebe, das Mitgefühl, das ist der Motor dieser Verbundenheit. Der Samen, der dich entstehen hat lassen. Und natürlich ist es nicht so, dass diese Taten, von denen du täglich profitierst, von anderen Menschen direkt immer auf dich fokussiert sind, wie bei deinen Eltern oftmals. Der Wasseranbieter wird jetzt nicht seine Schleusen öffnen und sagen, der Christian in der Friedrich-Engels-Straße in Taura, den geben wir jetzt Wasser. Aber trotzdem, wir profitieren von jedem Arbeiter im Prozess der Wasserbereitstellung von der täglichen Arbeit. Und das ist in allen Lebenslagen so. Wenn wir uns auf der Toilette den Hintern abwischen, da haben tausende Menschen dafür gearbeitet, von denen wir profitieren. Vom Holzfäller bis hin zum Verkäufer. Wir sind alle miteinander verbunden. Durch unsere Arbeit, durch unsere Existenz. Und mit dem, was wir tun oder auch dem, was wir nicht tun. Mit diesem Verständnis ist es ganz leicht, Mitgefühl zu entwickeln. Für andere Menschen. Ein echtes Mitgefühl. Ausgehend durch das Bewusstsein. Weil wir eben tatsächlich auch mit allem anderen verbunden sind und diese Verbundenheit eben oft durch Güte und Liebe charakterisiert ist, was uns dann angenehm macht. Das kann zum Job sein, zu einem Ideal oder ja, zu dir persönlich, wie hoffentlich bei deinen Eltern. Ich hoffe, ich konnte dich etwas anregen, auch über das von negativen Lebensumständen anderer Personen automatisch erzeugte Mitgefühl hinaus ausgehend von dem Bewusstsein der Verbundenheit auf ein echtes Mitgefühl sozusagen zu kommen und dieses auch bewusst gedanklich zu initiieren, aus dem Verständnis geboren. Ich wünsche Euch noch weiterhin ein schönes Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.